Willkommen zurück zu The Last of Us. Ich versuche es jetzt nochmal aufzunehmen. Irgendwie hat gerade mein Elgato gezickt und dauernd das Signal getrennt einfach von meiner Aufnahme. Ich weiß nicht was. Ich habe jetzt meinen Computer neu gestartet und hoffe, das funktioniert es einigermaßen. Weil das war gerade echt ärgerlich. Also alle 5 Sekunden ist mein Signal kaputt gegangen. Keine Ahnung, was das war. Hatte ich vorher noch nie mit dem Ding. Keine Ahnung, war vielleicht irgendwie überlastet oder so. Ah, ein Campusplan. Toll. So, Mama. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich den Generator eingeschaltet bekomme. Das hat mich jetzt gerade ganz aus dem Konzept eben gebracht, dadurch, dass. Ja, das Ding. Dauernd abgeschmiert, das blöde Ding, das. Ist nicht so schön, wenn man aufnimmt, ne? Ja, noch lauter, Joel. Notiz. Im Dreck. Schön. Was ist denn das hier? Liest die Notiz jetzt auch oder nicht? Nee, das war. Komisch. Ich dachte, das war was für uns, aber. Komische Filmposter. Alkohol. Glaube, ich habe mich noch nie so über Alkohol gefreut wie in diesem Spiel. Ist ja widerlich. Ich will hier nicht auf Klo. Tschö. Okay, aber es ist alles ziemlich verlassen. Ja, also ich habe noch eine Notiz. Ganz schlechtes Gefühl dabei. Tagebuch eines Studenten. Ach Gott, immer so viel, ne? 9 gottverdammte Monate gewartet und noch immer nichts, kein Wort von niemandem. Ich habe im Speisesaal weitere Dosen mit Nahrungsmitteln gefunden. Doch die reichen nicht lange. Kleiner Vorfall bei der Barrikade im Ostflur. Aber immer noch alles sicher. Ich habe einen Blick auf eine herumstreuende Gruppe dieser Dinger geworfen. Er sah aus wie Heather. Vielleicht war es sogar Heather. Scheiße. Die Batterien gehen langsam aus. Wir hören nur noch einmal pro Nacht Radio. Das habe ich seit der letzten Übertragung aufgegeben. Sie ist 3 verfluchte Monate her. Also weshalb die Mühe? Cheryl hat ge... Heather und Cheryl, sind wir hier bei Silent Hill, hat gestern draußen gequalmt. Was? Ach so, ja, gequalmt. Ja, im Sinne von Rauchen, nicht von wegen ist es in Flammen aufgekommen. Okay. Sie sagt, sie braucht das. Sie war ziemlich angepisst, als ich ihren Vorrat wegschmiss. Sie versteht es nicht. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Jemand muss in die Stadt und weitere Vorräte besorgen. Wahrscheinlich werde ich das sein. Wahrscheinlich seid ihr dann alle tot jetzt. Hallo? Hier ein bisschen leer. Ist nie schön, wenn das alles leer ist. Dann habe ich Schiss. Na toll. Der komplette Campus scheint leer zu sein. Kann doch nicht sein, dass. Tommy muss sich doch das. Irgendwie. Der muss sich doch was dabei gedacht haben und sein. Ah, super. Das heißt ja schon wieder alles. Ergo, wir sind gleich ziemlich am Arsch. So, ich brauche erstmal ein Medikit. Nehme ich eine nee, Klinge geht nicht, schade. Nee, das lasse ich lieber mal. Da will ich nicht hin. Naja, Geronimo. Oh nein. Klar. Hören sich immer noch an wie irgendwie. Da sind 3 Stück. Da sind. Ach, natürlich, gleich so viele. Sind das nur Klicker? Das heißt, das sind alles die Doofies, die mich eh nicht verstehen, ja? Sehen. Verstehen. Sehen. Ja, das sind nur die Doofköpfe, die sowieso nichts hören. Das ist schön. Komm schon.
Ich lock's extra von mir weg, die kleinen Doofen. Klickerlick. Klickelick. Keine Ahnung. Die Frage ist jetzt natürlich, wo ich eigentlich hin muss. Hahaha. Geh doch mal. Kommst du hinten hin? Sind doch ganz ehrlich alles Möwen hier. Ich hasse. Oh, mein Klebeband. Weiter auf Germany's Next Topmodel. Tschüssi. Boah, das ist der Horrorpool, diese Viecher. Ich will keinen scheiß Bogen. Ich will hier raus. Ich will eine Flasche oder so. Aber hier kommt man wenigstens mal richtig weiter mit... Flasche. Mit, Schleichen. So, kurz gucken. Okay, Aufnahme läuft noch. Das ist natürlich alles ein bisschen scheiße. Ich hoffe, das... Von den Geräuschen her finde ich die echt niedlich. Echt so eine Möwe oder so ein Meerschweinchen. Ich finde, die hören sich süß an. Ja, nur wenn man es ansieht, das ist dann nicht mehr... Ja, ne? Ganz appetitlich. Ich schmeiß da mal hinten, ganz da hinten einen hin. Ja, ja, lauf mal. Tschö. Nur um die einfach ein bisschen von mir weg zu haben. Ich bin nicht da. Joel, nein! Fetti mir fett Arsch. Shit you? Och nö, den ganzen Scheiß nochmal. Och nö, das war jetzt aber fies, ne? Vielleicht komme ich da ja schneller lang, wenn ich da diesmal lang glaube, oder ich weiß nicht. Shit. Muss ich da überhaupt lang? Ich weiß es gar nicht. Scheiße. Ehrlich gesagt weiß ich überhaupt nicht, wo ich hin muss. Ein guter Zombie, so leicht zu manipulieren. Okay, aber seriously, was sollte ich da gerade machen bei dem Fetty McFett-Arsch? Das ist eine Notiz. Die ich irgendwie wieder nicht lesen kann. Voll okay. Ja, ich weiß nicht, hätte ich da gerade einfach schneller drücken sollen, oder? Also hier ist doch gar keiner. Komm schon. Okay, ich drück's einfach... Diesmal ist ja auch keiner. Komm. Joel, männlich. Männlich. Yay. Bitch. Tschö. Verspritz deine Sporen bitte woanders. Ist ja widerlich so. Oh Gott, nur Bäume. Freiheit. So, bin ich jetzt ja auch sicher? Nee, aber jetzt mal serious, Leute, ne? Das ist jetzt ziemlich alles verkackt, dieser Campus. Sagt mir, was ihr wollt. More infected, I'm fine. Here, come up on the gate. Muss ich mir nicht zweimal sagen. Aber ganz ehrlich, ich denke, dass... ja, sind keine Fireflies mehr, die überleben. Was soll ich denn damit machen jetzt? Durch das ist irgendwie... Ach so, anschießen vielleicht. Ach so. Schnucki! So, bitte. Dann mach mal. Steck es rein, Joel. Also das Kabel, ne?
Okay, dann machen wir. Und brumm. Und brumm. Und brumm. Alright, let's try the gate. Sesam, öffne dich. Am besten heute noch, weil ich hier weg möchte. Ich will nach Hause. Scheiß auf diese Fireflies. Ist mir gerade alles scheißegal. Ich will nur noch ein schönes Leben haben. You think they were Fireflies? No. No, I don't think so. Why would they have infected so close to the lab? Well, Bill used them as a form of defense. Maybe they're doing the same. Yeah, I could see that. Naivität. Ganz ehrlich, ich denk mal, nee. No guards. No nothing. Yeah, I'd expect to see someone by now. Let's get inside. Tja, mit anderen Worten, das ist ziemlich scheiße. Das ist aber meins, so. Kann ich nicht nochmal irgendwie was anfertigen, was Schönes? Naja, nehme ich auch. So. Scoot on back. Tja, nur was stellen wir mit Ellie an, wenn die Fireflies hier wirklich alle tot sind oder weg oder was auch immer? Wir können sie jetzt ja... Ja, wo sollen wir sie sonst hinbringen? Das war ja eigentlich unsere einzigste Hoffnung, die wir hatten. Irgendwie Ellie zu diesem Labor zu bringen. Have you ever been to one of these? What, university? Yeah. No, not as a student, at least. Why not? I had Sarah when I was pretty young. Were you married? For a while. What happened? Okay. Too much? Too much. Hey, what about over there? Yeah, that looks like a way in. Ach so, da hinten? Ich dachte, ich soll hier rauf, vielleicht. Ja, dann halt nicht. Aber da komme ich doch auch gar nicht lang, oder? Ach, Schnucki, du bist doof. Ich gehe jetzt von Schnucki runter. Da hab Spaß mit Schnucki. Da komme ich doch gar nicht hoch, oder? Hallo? Der Pizzabote ist da. Warte mal, da ist doch so ein Dings da. Kann ich das Dings da nicht nehmen? Und drüber klettern mal wieder? Ah, der gute Trick, 17. Oh Mann, nur das ist doch nichts. Mit meinem Glück sind da drin nur noch mehr Aua. Steck fest. Infizierte und mach mich voll an, das ist schön. Ich war das nicht. Alright, not what I had in mind, but it'll do. Aber das Schnucki. Und da zieht eine dunkle Wolke rüber, das heißt nichts Gutes, wir werden sterben, Ellie. Hallo. Okay, versperrt. Dann gehen wir doch da unten lang. Oder hier? Ne, da geht's nicht lang. Okay. Ja, vielleicht auch nicht. Sicher, dass ich hier lang muss? Ach ja, da oben soll ich. Ach ja, ich soll ja. Ja, aber wie denn? Da komme ich doch gar nicht hoch, oder? Auf das Ding komme ich doch. Nie aus dem Weg. Vielleicht damit? Ach. So, jetzt aber bitte schön. Mein, geht doch. Hoppala. Und hoppala. Und hoppala. Schön. Boah, liegt es hier noch an? Ich ahne Böses. Ich ahne ganz Böses. Ich ahne ganz Böses. Gib mir meine Knarre. Right, we're inside. Come on, kiddo. Give me your hand. Thanks. Let's ja, nicht zu danken. Ich hab Angst. Sag mir, was du willst. Ich hab... Ich glaub nicht, dass hier noch irgendjemand am Leben ist. Aber Knarre-Muni gibt. Das ist schön. Hüppies. Hallo.
Stopp. Aber ich glaube, ich habe gar nichts mehr, ne? Ja. Ich bräuchte mal wieder so ein Werkzeug-Dingsbums. Tja, wo? Das ist die Frage. Wo? Wenn überhaupt noch jemand lebt, wie gesagt, das glaube ich langsam nicht mehr. Aber wenigstens sind hier keine Infizierten. Das ist schon mal sehr schön. Könnte immer schlimmer sein. Muss man sich immer vor Augen halten. Es könnte immer schlimmer sein. Das ist ja noch mehr. Schön, alles meins, alles meins, alles meins hier. Wenn hier sowieso keiner mehr ist, kann ich hier auch ausrauben. Was macht Ellie denn da schon wieder für komische Späßchen? Oh. Noch mehr Fotos. Steht da vielleicht irgendwas Interessantes? Aha, aha, okay, vielleicht auch ein Stuhl, nicht. Noch mehr, yay! Juhu! Fireflies! Care for mankind over here. Anyone? Oh, Heilmittel. Until we figure out what's going on. Aber geht's hier nicht auch lang? Gar nichts. Nix. Nicht mal mehr Müll, den man mitnehmen könnte. Oder? Ja, ja, ja. Ja, toll. Ein paar Schrauben. Dann halt nicht. Halt euren blöden Müll doch. Ich gehe mal zu Ellie. Hier ist keiner. Wir haben aber auch nie Glück, ehrlich. Wieso? Ey, man guckt nicht einfach in fremden Sachen rum. Ach, was haben wir denn hier? Lass mich gerade nichts Gutes. Nothing useful. Nothing here but a bunch of medical mumbo jumbo. I don't get it. Looks like they all just packed up and left in a hurry. Maybe not all of them. Stay close. Vielleicht sollten wir auch einfach abhauen. Oh, Ellie, du doof Kuh. Ich will da nicht rauf. Das ist Selbstmord. Ich stehe nicht auf Selbstmord. Das sind doch eh nur Infizierte. Ihr müsst mich gar nicht verarschen und mir Hoffnung machen. Das sind alles Infizierte, die hier rumlungern. Und mich auffuttern wollen. Das kenne ich doch schon. Das ist immer so. Das sind immer Infizierte. Hallo? Typisch. Sesam, öffne dich. No bodies. That's good, right? We found out where they went. Das ist nicht gut. Wenn hier so viele Ziegelsteine sind, dann heißt das eigentlich Klicker. Ja, und Flaschen und alles, das ist gleich. Pass auf, vielleicht gibt's Klicker. Ach, hier ist Blut, wie schön. Klicker-Alarm, Klicker-Alarm. Klicker-Alarm. Komm raus, du kannst mich nicht verarschen. Money. Mit Money bin ich nämlich ziemlich knapp im Moment. Hier ist keiner. Keiner. Shit. Probably clickers, right? No, clickers don't hide. Clickers don't hide. Naja, weißt du das? Warum ist hier so helles Licht? Aber wie gesagt, das sah ja auch nicht aus wie so ein Spiegel, wenn er mich fragt. Röntgenbild des Pilzes? Oh, na lecker. Also wenn euer Gehirn mal so aussieht, dann... Ja, ne? Bis da. Die Affen. Können Affen infiziert sein? Well, maybe in all that research, they turned into fucking monkeys. Keep searching. Oh oh.
Oh oh, Käfige. Was, wenn die Versuche an Affen gemacht haben? Oh nein, keine infizierten Affen. Das wird mir noch fehlen. Die sind viel schneller als ich. Da hätte ich gar keine Chance. Oh, eine Notiz. Aufzeichnung. Oh. Infizierte Affen? Oh my God. Infizierte Affen? Glad we didn't mess with them monkeys. He didn't say where they went. I know, let's just keep looking. Infizierte Affen, wie schön das ist. Okay, bevor wir uns jetzt den infizierten Affen stellen, ich will keine infizierten Monkeys, mache ich hier mal ganz kurz einen Cut und ich hab Schiss. Ich brauche nämlich ganz dringend mehr Muni. Ich brauche mehr Muni. Ich brauche ganz dringend mehr Muni. Naja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute.